Salut Binander, in unserem Fachautor Fresh erfahren wir heute Abend mehr über Marguerite Rodenstein, Ecole Mercantile, die jahrelang verliebt und Hilfsbrüder zerst. Treffen wir aber andere Personen, die uns heute wäre, das Mal, und kommen, für Geld zu verdienen, um ihre Welt mit der Pflanze zu kennen, haben aber Einwohner an Elsasser Witz und Musik oben organisiert. Wie sie kurz rumkommen an der Schule. Vor uns leider einer. Voll wie und. Natürlich, die zwei Wächter, die müssen Kunst machen. Nun sagt der andere, du, wie schreibt man den Presbyter? Sagt er, ich weiß es nicht. Komm, wir schläfen an Gach. Witz durch ganz Ova, Syrie, Siesi, sogar durch ihre Mère setzt sie auf den Bein persönlich ein, für die Leute Moralora. Ruft er in seiner Freude, schon so viel, bringt mir den Eimer voll Wasser in den Meer. Die Witze, die haben wir schon in der Hose drin, wie wir aufgewachsen sind, haben wir sie alle in den Kopf gesetzt, manchmal aufgeschrieben, auf einmal kommen sie wieder raus und machen blässierende Lieder. Der Pfarrer in der Christenlehre hat einmal die Jungen gefragt, wie sie den Herrgott haben. Dann hat der erste gesagt, Herr Pfarrer, und ihr Herrgott, der steht in der Stube auf der Kommode. Und Schale, wie haben er den Herrgott haben? Dann sagt der Schale, mehr haben der Lavanti. Dann sagt er, was hast du? Der Lavanti haben wir den. Ja, Schale, halt doch. Jeder oben hier, ich komme so. Und du lieber Herrgott, kommst du dann schon wieder. Wenn man so weit so wäre, erfahrt man immer etwas. Das ist zum Beispiel, ja, na, da kommt von allem. Ja. Da kommt von der Politik, von wie sie, und auch von Peter. Ein bisschen bei der Laura und der Sinn vom Ober ist uns wichtig als Gamsner. Das heißt? Für den Wald. Ganz einfach. Der Elsa-Surova ist nämlich organisiert worden für Geld sammeln, um den Steinwald von Gamsa retten zu können. Ein Drittel von den 150 Hektar ist krank. Die Steinjespe und die Vaga de Calarose ausstarben. Anfangsjahr haben wir das Verein Gemma Forêt angerufen. Sie hat schon ein paar Mal frische Beine angesetzt, wie Saladog, mit zwei Glossen von der Gemeinde. 25 Bäume werden gepflanzt, Ahorn oder Eiche, Baumsorten, die der Calarose kranken, nicht empfindlich sind und die Tiz besser vertrauen. Alors un chêne comme ça pour qu'il soit très grand et qu'il ait une taille encore un peu plus gros que celui là-bas, il faut 150 à 200 ans. Vous m'aidez? Wir machen jetzt ein Programm mit der ONF, dass wir alle Jahre so und so viele Bäume setzen. Ist das auch, wenn wir jedes Jahr eben 500 Bäume setzen, wäre das so eine schöne Aktion. Mit dem Umsatz von Witzowa mindestens 4000 Euro war er in der kommenden Woche wieder Bäume gekauft. Das Verein hat zuletzt von der Gemeinde ein Waldgrundstück zum Abpflanzen geschenkt bekommen. Ein Baum kostet 8 bis 9 Euro mit allem zusammen drum und dran mit der Produktion. Also hier oben können wir setzen, aber ganz sicher, kann ich bestätigen, 400 Bäume. Der Wald muss wieder schleifen, es ist der ganze Wald, das ist unser Patrimon. Du, das ist der Edmond, da ist doch mit mir Salto und Kavan. Na, ich sage, hier, Edmond, was machst du da? Ja, bist du schon dabei? Wie militärisch, die 2 und 2 Examen können zählen. Was ist die für Examen machen da? Ich habe gesagt, weißt du, was wir gefühlt haben? Ha? 4 mal 8. Sie wird schon zusammengelegt und gesagt, nein, 28, sie wird das steht nicht gestimmt. Ja, bist du das Wort? Ich bin der Nahtstrom gewann. Wir haben schon zu viel Wald verloren, der Rindwald früher, wie ein Barsch. Jetzt haben wir den Steinwald und der geht jetzt auch mehr, um wieder zu machen. Donc, on va faire. Wir machen jetzt alles, was es so wieder steht. Die Einwohner wollen aus ihren Kindern und Großkindern WC Salamols im Steinwald gute Zeit verbringen können. Das Wetter wuchs, oh ja, unser Steinwald. Und ihr seht es jetzt gewinnt, es ist Zeit für Frach oder Fresh, jetzt oben mit der Marguerite Rodenstein. Ich
heiße Marguerite Rodenstein. Ich habe 3 Kinder, ein Mann natürlich. 3 Kinder und 6 Enkelkinder. Bist du frach oder frech? Oh, ich bin nicht frach und nicht frech. Fluchst du manchmal auf Elsassisch? Nein, gar nicht. Meine Schwester hat immer gesagt, nun der Bugel, nun der Schien. Aber das ist mir noch nie eingefallen. Strasbourg oder Milhausen? Kulmach. Wo hast du Elsassisch gelernt? Nach dem Krieg. Ich wollte alle Leute Französisch reden. Und es ist also so in der Schule auch. Aber mit den Großeltern haben wir immer Elsassisch gesprochen. Sie haben gar nicht Französisch verstanden. Gewürztraminer oder Riesling? Ich traue es fast gar nicht zu sagen, gar kein Wein. Ein kleiner Schluck alles, aber sonst nicht. Sommer oder Winter? Sommer. Im Sommer kann man so viel Sachen machen im Garten. Rechts oder links? Links. Was vertraust du überhaupt nicht im Elsass? Wenn ich hier die Elsasser gewählt habe, würde ich mich gerade schämen. Elsass oder Grand Est? Elsass, mais en France. Und um es fertig für heute jetzt zu kommen, noch ich da, also bleibe da und schöne oben.